Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Wildlife. So, wenn ich mich jetzt in der letzten Folge oder richtig erinnere, dann hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge angefangen, unser Kistenlager ein bisschen aufzubauen, sprich alles ein bisschen einzusortieren. Ich glaube, hier müsste schon das Laub drin sein, genau. Die Erze, dies, das. Ich wollte noch überlegen, wie das mit den letzten Erzen der Fall ist, weil ich zum Beispiel mit dem Bernstein nicht ganz sicher war, wie der jetzt da hinkommt. Vielleicht machen wir einfach noch so eine Kiste, wo wir einfach Erze reintun, die wir nicht direkt zuordnen können. Wie wäre es dann zum Beispiel mit... Ne, mit Extras passt es nicht. Da müsste ich aber alles ein bisschen rumschieben, glaube ich. Holzkiste. Bekannte Erze, unbekannte Erze. Nicht zuordnen. Erze nicht zugeordnet irgendwie. Weiß ich nicht. Machen wir hier links und rechts Erze? Oder machen wir dann eine komplette... Na, da haben wir jetzt schon die Laubkiste. Wird jetzt ein bisschen doof, ne? Holz haben wir hier noch nicht... Haben wir hier schon Holz drin? Nee. Dann machen wir es anders. Da sind wir aus Anführungszeichen Erze nicht zugeordnet. Zugeordnet. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob das Erze sind. Wegen dem Bernstein und so. So, da hatten wir Essen. Dann können wir einfach hier die... Dann machen wir einfach mal hier die Holzkiste hin. Holzarten. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt vorher stehen hatte. Egal, machen wir einfach Holzarten dahin. Da ist also der ganze Krimskrams dann drin, was alles mit Holz zu tun hat. Das kann normales Holz sein, was man gerade gefällt. Das kann verarbeitetes Holz sein. Das kann Holztreppen sein. Das können Holzdruckplatten sein. Auch keine Ahnung, wie auch immer. Das machen wir mal da rein. Hier könnten noch, weiß nicht, können noch Steinsachen rein. Steinarten. Sollen wir mal Steinarten nennen? Steinarten. Zack, kommt da ganz viel Stein rein. Und irgendwie... Und hier haben wir jetzt noch Extras. Ich glaube, das... Ja, wohl Rüstung brauchen wir noch, ne? Irgendwas für eine Rüstung. Hier vielleicht. Oder natürlich noch extra eine Kiste. Vielleicht hier oben so majestätisch. Vielleicht hier so zwischen. Ich habe noch keine Ahnung. Wir haben noch so viel Krimskrams. Das ist einfach wahnsinnig, dass wir noch alles einordnen können. Wenn wir hier allein in die Kiste gucken, dann werden wir gleich überrumpelt von irgendwelchem Mist. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall noch Kupfererz. Zum Beispiel sehe ich jetzt gerade so hier drin. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich nicht zuordnen kann. Kommt gleich an diese Kiste da rein. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht... Lapis Lazuli? Ach, Lapis Lazuli. Bernstein. So, hier mal auf jeden Fall diesen Bernstein. Ne? Hier mit ist das Eisenbärenbusch. Ist ja kein... Baumwollsamen... Gott, woher soll ich das wissen? Deswegen machen wir jetzt immer das alles andere machen wir jetzt in diese Kiste, wo das Ganze nicht zugeordnet ist. Sprich hier das hier. Dann diese Scherbe. Dann das hier. Das kommt dann mit rein. Das andere kommt, glaube ich, dann hier mit rein. Das andere müssen wir übrigens noch schmelzen, was wir gerade reingetan haben. Das werde ich auf jeden Fall gleich nochmal tun. Das schmelzen wir erstmal noch hier. Ich glaube, normalerweise könnte ich meinen ganzen Kram noch ausbauen. Ich könnte es noch komplett ausbauen, weil ich noch so viel Platz da in dem ganzen Gedöns habe. So, Kohle haben wir noch im Inventar. Dann machen wir einfach mal hier ein bisschen was von rein. 1, 2, 3. Und hier kommt dann eben nochmal 1 und 2. Zack, fertig. Ist der Kram. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier drin haben. Holz. Ja, zum Thema Holzarten. Da werde ich mir auch noch was rausholen. Weizen werde ich bei Essen reintun. Einfach aus dem Grund, wenn wir da ganz normal Weizen rausmachen können. Was haben wir hier noch? Luftscherbe. Feuerscherbe. Ordnungsscherbe. Aber das sind doch keine Erze. Das hat doch mit Erzen nichts zu tun. Weintrauben. Können wir die essen? Würde ich aber gleich gerne probieren. Deswegen ist... Aber wir können das doch nicht essen. Und hier Gemälde. Wollen wir uns hier immer noch ein Gemälde hinhängen? Einfach mal vielleicht... Da oben hin. Okay, haben wir hier. Komm hier, du Gemälde. Oh.
Das erinnert mich an etwas Bestimmtes. So, weg damit. Oh, das sieht auch schick aus. Aber passt das zu draußen? Ich möchte vielleicht noch ein bisschen was anderes haben. Creeper? Wie macht man sich eigentlich ein Gemälde? Ich würde mir ein paar mehr Bildchen hier... Das Ding ja durchgebackt. Hä? Wo ist denn das... Wo ist denn das Gemälde-Dingsbums hin? Das ist bestimmt nach draußen irgendwie geflogen. Beim Abbauen eben. Gucken wir mal. Ja, ist das mein Gemälde irgendwie weg? Irgendwie ist mein Gemälde weg. Ist aber futsch. Einfach weg. Ach, und die Kühe wollte ich noch umsatteln, genau. Die wollte ich ja noch woanders hin haben. Wir wollen mir ja dann noch ein bisschen... Herr, wo ist mein Gemälde jetzt hin? Mein einziges Gemälde... Alter, jetzt gehe ich nochmal rum. Das kann ich jetzt gerade nicht so auf mir sitzen lassen, dass dieses Gemälde nicht mehr da ist. Ich muss mal kurz gucken, ob das vielleicht hier irgendwo bei den Schafen mitgelandet ist. Darf ich mal durch? Darf ich einmal durch? Zack. Gemälde, Gemälde, Gemälde. Irgendwie ist das Gemälde weg. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Es ist irgendwie futsch. Dieses schöne Gemälde, was ich mir gerade noch aufhängen wollte, ist jetzt einfach futsch. Und ich ist hier oben irgendwo rum. Das ist ja aufs Dach geflogen. Alter, ernsthaft. Das war jetzt echt nur eine Vermutung, dass es einfach nur aufs Dach geflogen ist. Und es ist wirklich aufs Dach geflogen. Okay, unpassend so. Ha. Ist auch nicht schlecht aus. Vielleicht. Okay, vielleicht nehmen wir gleich dieses Doppelbild, wenn wir ein Doppelbild wieder haben. Okay, das... Ich würde am liebsten was mit Tieren haben. Okay, das sind Zombies. Nochmal Zombies. Ich möchte was mit Tieren haben. Ein Creeper. Das ist kein... Ist ein Creeper ein Tier? Illuminati. Kennen wir schon. Komm, lassen wir das einfach mal draußen. Das ist auch nicht ganz schick hier. Passt zwar nicht, wenn wir noch keine Schweine haben. Oder vielleicht holen wir uns noch ein paar Schweinchen. Dann passt es auch so ein bisschen. Und ich wollte die Kühe umsatteln, genau. Ich glaube, die möchte ich ja hier rein. Und ich habe mal vergessen zu... ich wollte eigentlich gucken, wie man sich ein Zauntor craftet. Das war ja genau dieses Ding, was wir da hatten. Dann machen wir es jetzt anders. Ich mache das hier weg. Hier wollen auf jeden Fall die Kühe dann rein. Ich versuche das jetzt mal ganz anders. Und wisst ihr, wie ich das jetzt versuchen werde? Ich werde sie durchlocken. Und zwar so, dass sie jetzt hier durch meine Tür kommen. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ja, komm, du auch. War wie so ein stures Biest. Hier wieder einfach Desinteresse. Genauso wie bei ihr hier. Hallo. Hey. Ja, komm. Kommt mit. Kommt mit. Ja, zu dritt passt ihr nicht zu. Na komm. Komm, stell auch nicht so doof an. Ja, wunderbar. Okay, dann müssen wir sie wahrscheinlich Notgedrung einzeln und rüberholen. Machen wir dann auch. So, komm. Komm, komm, komm. Alter. Ernsthaft? Ernsthaft? Wo kommt er denn her? Soll ich mein blödes Weizen natürlich vergessen hier? Zack. Komm mit. Komm mit, du blöde Kuh. Okay, die kommt. Oh, wie können die Tiere so stur sein? Ja, 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 ja. Ja, komm. Komm rein. Komm rein. Okay. So. Jetzt müssen wir uns schnell was anderes überlegen. Jetzt müssen wir das schnell zumachen. So. Jetzt sind die Kühe da schon mal... Ah, die letzte müssen wir noch mitnehmen. Komm. Ja, komm. Komm, 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 komm. Jetzt müssen wir es immer irgendwie so machen, dass wir die jetzt... da aufmachen. So, und jetzt komm. Komm. Komm, du blödes Mist. Ach, Alter. Ja, komm. Komm rein. Kommst du jetzt hierher? Ja. Danke. So, jetzt haben wir die Kühe schon mal umgesattelt. Perfekt. Perfekt. Ich will mal gucken, ob ich Weintrauben essen kann. Oh, geil. Ist zwar nur ein so ein Dings, macht aber nichts. Aber die können wir auf jeden Fall essen. So, Kühe haben wir umgesattelt. Jetzt muss ich beim nächsten Mal, muss ich mal dran denken, dass ich gucke, dass ich, wie ich ein Dings crafte. Ein Zauntor, weil ich das zu doof bin. Oder ich probiere es nochmal. Komm, muss man mal probieren? Komm, wir machen uns nochmal den Spaß und probieren jetzt, einen Zauntor zu craften. Weiß nicht. Nee, das war definitiv falsch. Dirt. Was mache ich da eigentlich für Kreuze? Der Witz ist, man weiß, wie normales Dings gecraftet wird, aber man weiß einfach nicht, wie Zauntor gecraftet wird. Ich weiß es jedenfalls nicht. Weil ich irgendwie nicht
richtig das im Kopf habe. Ich habe keine Ahnung. Das war es auch nicht. So war es auch nicht. Und so war es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Oder was ich immer noch falsch mache. Ich stolper da nicht über meinen Fehler. Tue ich einfach nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, bin so doof gerade dafür. Wahrscheinlich ist es komplett einfach, aber ich krieg's gar nicht hin. So, schlafen ist wichtig. Ja. So. Und jetzt, wie gesagt, das müssen wir beim nächsten Mal klären, was ich beim nächsten Mal dann machen möchte. Oder wenn ich die Möglichkeit natürlich dazu habe. Wenn ich Knochenmehl habe, werde ich das Ganze hier ein bisschen mit Knochenmehl versorgen. So, das haben wir ein bisschen dann ein wenig, wie soll man das nennen? Dann haben wir hier ein wenig Gras. Genauso wie hier mit den Schafen. Dann haben wir hier unsere Kühe, die können wir übrigens nochmal vermehren. Zack, zack, zack. Ja gut, die letzte steht ein bisschen außen vor. Jetzt haben wir wieder eine weitere Babykuh. Das gleiche machen wir mit den Schafen nochmal so ein bisschen. Hier so ein bisschen was für Wolle. Weiß nicht, wer sich hier noch so finden möchte. Zack, zack, zack. Haben wir zwei neue kleine Schafsbabys. Und so weiter und so fort. Den können wir ein bisschen vermehren. Das ist nämlich ganz schick. Jetzt können wir uns natürlich noch Schweinchen holen, wenn wir möchten. Aber ich glaube, das machen wir erst beim nächsten Mal dann. Wenn wir das dann mit dem Zauntor geklärt haben. Dann holen wir uns auf jeden Fall noch Schweinchen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ich höre hier gerade eine Spinne und einen Zombie. Da ist der Zombie. Und dahinter ist natürlich auch schon die Spinne, ganz klar. Kommt natürlich auch ganz geschickt von hinten. Kleines blödes Mistviech. Aber darauf essen wir natürlich erstmal eine kleine Weintraube. So. Dann haben wir das. Einmal Kartoffeln. Ich wäre ja so glücklich, wenn wir was finden, womit wir denn unsere Kartoffeln anpflanzen können. Ich guck mal kurz in unsere Kiste. Zum Thema Futter. Wir haben ja noch ein bisschen, na gut, ein bisschen Brot möchte ich natürlich noch mitbehalten. Die eine Kartoffel, das können wir ja alles hier drin lassen eigentlich. Aber die Samen, die werde ich mit reintun. Da weiß ich noch nicht, was ich mit den Samen machen soll. Zuckerrohr. 28 ist ja eigentlich Papier, ne? Hat ja nichts mit dem Milcheimer. Diese Ordnungsscherbe, die werde ich auch nochmal da reintun. Ich weiß es nicht, wo ich das sonst hin tun soll. Ich habe echt keine Ahnung. Feuerscherbe, das ist sowas, was irgendwie alles so zu einem gehört. Das ist alles zu Taumcraft, alles zu Magie. Flower, wir haben doch hier schon... Achso, Spinnenauge. Ich dachte, das sah eben so aus wie eine Rose. Das ist nur ein Spinnauge. Aber dann können wir doch die beiden Blumen können wir doch bestimmt hier. Zack, zack. Ja, ein bisschen versetzt vielleicht noch. Ah, hier vorne so. Zack. Oder wir machen es hier ganz vorne und so. Na, haben wir so ein bisschen versetzte Blumen. Und jetzt, oder beim nächsten Mal, wenn es dann soweit ist, möchte ich natürlich noch gerne mit Knochenmehl hier ein bisschen Gras hinmachen. Das würde ich ganz schick finden. Achso, ich kann ja hier mit Fackeln außerdem mal ein bisschen was. Hier brauchen wir nicht unbedingt ein Dings, weil wir da oben schon eine haben. Hier ist ein Baum. Ist da neu gewachsen? Kommt das gar nicht so vor, als jetzt hier ein Baum stand. Ich bin ein bisschen... Ja, da haben wir auf jeden Fall das mit den Kühen mal erledigt, was ich unbedingt mal machen wollte, weil das hat mich ein bisschen gestört hier, dass die einfach mal so das gemacht haben, was sie nicht machen sollten. Dann haben wir auf jeden Fall das. Und ich möchte eigentlich, ich muss mich da echt mal informieren, wie das Ganze so klappt, dass ich wirklich demnächst dann auch mit der Magie und dem ganzen Kram einfach mal anfangen. Einfach aus dem Grund, dass wir hier mal ein bisschen in dieses Projekt überhaupt richtig einsteigen. Bis jetzt sind ja so eine ganze Grundsachen, die wir hier gemacht haben. Und ich möchte echt gerne in dieses Projekt komplett einsteigen. Dafür muss ich aber eigentlich noch mein Dach fertig machen, sehe ich gerade. Aber dafür braucht man noch Dschungelholz. Aber wir brauchen noch so vieles. Aber ich möchte auf jeden Fall ganz gerne mal so langsam in dieses Projekt einsteigen. In dieses Projekt Minecraft Wildlife. Sprich, ich möchte anfangen mit der Magie. Einfach mal so aus Spaß. Möchte einfach mit der Magie beginnen. Und mich dann auch mal zur Technik überschlagen oder zur Buildcraft. Da gibt es einfach so vieles. Und das andere ist Taumcraft für die Magie. Buildcraft, irgendwas mit verschiedenen Sachen zu bauen, zu tun und so weiter. Und die allgemeine Technik kommt noch dazu. Und das möchte ich auch langsam echt mal beginnen, weil wir sind jetzt bei Folge 26 irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Und deswegen möchte ich echt langsam mit anfangen. Ich habe auch richtig Bock drauf. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann ganz normal übermorgen wieder bei Minecraft Wildlife. Und dann bis morgen bei einem ganz beliebigen PvP-Video. Tschüss.